Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Celeste. Beim letzten Mal haben wir hier in Kapitel 4 einige Probleme damit gehabt, die B-Seite zu holen, haben es dann aber letztendlich doch geschafft und haben es hier zu einer neuen Plattformmechanik geschafft. Schauen Sie aber erstmal hier rechts rein. Okay, wo wir dieselbe Mechanik direkt auch bekommen und ausprobieren können. Und dann haben wir fast direkt diese Erdbeere geholt. Okay, da muss ich offensichtlich ein bisschen später springen. Okay. So weit, so gut. Ah, fast. Das war knapp. Okay, das war so nicht geplant. Hat aber auch funktioniert. Den Dash brauchte ich noch. Ja, die Plattform sollte ja gleich wiederkommen. Eigentlich. Jawohl. Okay, da kann ich nicht reindashen. Oder hat er jetzt gerade auch mehr in die Wand reingedasht als tatsächlich in die in den Block da rein? Weil der sieht sehr zerstörbar aus, der Block, ne? Wenn ich jetzt aufhören würde, in die Wände rein zu dashen, um hier überhaupt drüber zu kommen und mich festzuhalten und stattdessen halt, okay. Aha. Ich würde auch sagen, das sah mir doch sehr stark danach aus, als sei da noch was. Okay, das war zwar nicht hundertprozentig so geplant, es hat aber funktioniert. Und das ist das Wichtigste. Aha, okay. Dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Geht das hier weiter nach vorne oder ist das hier nur eine Erdbeere? Das hier ist nur eine Erdbeere, okay. Dann schauen wir doch einfach mal. Okay, ich wollte von der abspringen, bin aber etwas zu spät abgesprungen. Okay, anscheinend können wir die Dinger so ein bisschen steuern. Das war knapp. Okay, aber wir haben es ja geschafft. Ah ja, okay, wenn wir irgendwie an die Plattform rankommen, fangen die an sich zu bewegen. Aber wenn wir an den Dingern hier hängen, können wir sie steuern. Okay. Das war jetzt auch gar nicht ganz so wie geplant. Dann schauen wir doch erstmal, was hier ist. Hier haben wir auch eine Erdbeere. Ah, fast. Fast hätte ich es gehabt. Probieren wir dann nochmal. Auch da. Das war knapp. Ich wollte nicht aus dem Bildschirm rauslaufen, Madeline. Ich kann verstehen, dass du das nicht nochmal probieren willst. Nur um an eine blöde Erdbeere ranzukommen. Ich möchte es aber dafür nochmal versuchen. So, geht doch. Okay, das ist jetzt scheinbar das Ende von dem Bonusteil. Wo auch immer man da überhaupt lang musste, um da hinzukommen. Auf jeden Fall nicht irgendwo da unten lang. Okay, wie auch immer. Dann reisen wir hier jetzt erstmal weiter nach oben, schätze ich. Haben da was Leuchtendes und haben hier noch einen Raum. Dafür habe ich übrigens ewig gebraucht, um das beim ersten Mal spielen zu verstehen, dass man die Plattform irgendwie steuern kann. Das habe ich so überhaupt nicht verstanden, dass das geht. Weil es auch nicht irgendwie so super offensichtlich ist sofort, wenn man das erste Mal auf so eine Plattform steigt. Oh, das sind Spikes. Ich meine, die hätte ich sehen müssen. Habe ich aber nicht. Okay, wo geht's jetzt hier lang? Hier geht's irgendwo hin lang? Ah ne, das ist die andere Hälfte von dem Raum, den ich gerade eben gesehen habe. Offensichtlich. Okay, so kommt man an diese Erdbeere ran. Ist ganz schön der Umstand, da hinzukommen. Aber wir sind da hingekommen. Und das ist das Wichtige. Ich hatte allerdings das Gefühl, als wäre da links noch mehr gewesen. Aber jetzt ist der Weg zu. Okay, dann untersuchen wir jetzt erstmal das Leuchten. In der Hoffnung, dass das Leuchten noch mehr Optionales ist. Ja, auch wenn man nicht auf 100% geht, kann man ja trotzdem so viel erkunden, wie man kann, ne?
Da sieht mir aber irgendwie sehr nicht optional aus, ne? Okay, da wollte ich einen geraden Sprung nach oben haben, habe nicht gekriegt. Jetzt habe ich nochmal gekriegt. So, und dann nehmen wir das nach oben. Ja, sieht mir sehr so aus, als sei das hier der Weg nach vorne. Na gut, da haben wir definitiv irgendwo was Optionales verpasst, was nicht so aussah, als sei es optional. Ups. Ah, da muss man oben drauf klettern. Okay. Das habe ich verstanden. Dann warten wir mal, dass sich das Ding wieder zusammensetzt. Und dann kriegen wir wieder den blöden Trampolinsprung von der Plattform nicht. Schaffen wir noch rechtzeitig? Sieht so aus. Ha! Huh. Also, wenn das mal nicht gekonnt war, dann war es Glück. Und das war es auch. Nichtsdestotrotz. Stolz, dass ich das hingekriegt habe. Okay. Und da oben geht's lang. Plattform da ganz oben habe ich gar nicht gesehen. Und da habe ich meinen Schräg-Obensprung nicht gekriegt. Der funktioniert aber. Voll, tut er. Okay. Dann schätze ich mal. Oh ne, so definitiv nicht. Na, lassen wir die einfach da unten liegen, die Erdbeere. Glaube ich. Upsala. Okay. Wow, ich habe es geschafft, das Ding zu überspringen. Wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Okay. Ah, dann können wir uns hier hocharbeiten. Stehen hier mal für einen Moment fest und sicher. Okay. Dann hier lang. Okay, wunderbar. Nächster Bildschirm. Hm. Spikes. Spike. Okay. Kam er so eben rüber geschafft. Jetzt haben wir mal wieder Rückenwind. Okay. Bäh. Da habe ich mal für einen Moment weniger Wind gekriegt, als ich dachte. Und dann war das auch sofort mein Ende. Da hätte ich definitiv drauf gehen müssen. Hier haben wir nämlich keinen Wind und sobald wir hier stehen, haben wir nämlich wieder Wind. Und damit hatte ich gerechnet, dass wir von da an irgendwie von da auch da ganz hinten Wind haben. Habe ich aber nicht gekriegt. Okay, wir sind hier so mehrere Bildschirme ohne Erdbeeren gegangen. Das gibt mir das Gefühl, dass hätte ich einiges verfasst. Okay. Hup. Hup. Okay, dann hier rauf. Hier stehen wir wieder für einen Moment sicher. Dann müssen wir uns jetzt daran festhalten. Und sind außersehen zu weit gesprungen. Okay, also das Ganze nochmal. Okay. So weit, so gut. Dann sollten wir nicht in die Spikes reinfliegen. Sollten wir auch nicht einfach das Ding überspringen. Ich frage mich, ob man da tatsächlich irgendwie. Ja, nicht, wenn man nach links drückt, dann nicht. Naja, okay, da kommt man, glaube ich, nicht einfach so hin. Man kann es jetzt mal ausprobieren, ne? Ob man da nicht vielleicht eine Sache überspringen kann. Sieht mir aber nicht so aus. Okay. Okay, wie soll man nur von hier aus wieder wegkommen, ist dann die große Frage. Okay, das funktioniert. Auch interessant. Und dann habe ich meinen geraden Sprung nach oben nicht gekriegt. Ja. Auch da habe ich gerade meinen geraden Sprung nach oben nicht bekommen. Hier würde ich nämlich auch gerne gerade nach oben. Danke. Okay. Wunderbar. Dann ignorieren wir jetzt, glaube ich, einfach mal die Erdbeere da, weil ich keine Ahnung habe, wie man von da aus wieder zurückkommen soll. Hm. Schauen wir uns stattdessen mal das hier an. Wir müssen uns dann hier schnell hocharbeiten.
Schnell hier hocharbeiten. Und dann wieder einen schrägen statt einem geraden Sprung kriegen und draufgehen. Das ist definitiv notwendig gewesen. Na, okay. Nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay. So, auch jetzt ist wieder die Frage, nach oben oder zur Seite optional. Nach oben scheint optional zu sein. Ne, nach oben scheint sehr dringend die richtige Richtung zu sein, denn da oben geht es noch weiter. Dann schauen wir uns erstmal hier um. Hier ist auf jeden Fall optional. Und dann habe ich einen schiefen Sprung statt einen geraden Sprung gekriegt und bin dafür draufgegangen. Okay, Dinge, die passieren. Ja, zack. Ah. Ja, okay. Ah. Verdammelig. Okay, dann. So. Gerade zur Seite. Und dann haben wir es geschafft. Wunderbar. Puh, das war starker Wind. Harte Arbeit. Okay. Okay, ich glaube, ich weiß in etwa, was wir machen müssen. Nicht das. Was ich machen muss, ist, ich muss da hinten an die Wand, muss mich runtersliden lassen und muss dann gerade und nicht schief. Naja, muss dann von da aus dann gerade. Ah, zu schnell runtergegangen. Na, er müsste von da aus dann direkt in das Ding rein dashen, glaube ich. Hm, ist aber auch zu kompliziert. Machen wir es einfach weiter nach vorne. Na, das Ding können wir wieder steuern. Okay, das war definitiv zu tief gesteuert. Was muss ich dann machen? Ah, wenn man das Ding berührt, dann geht es aus dem Weg, okay? Das war jetzt nicht super offensichtlich, glaube ich. Zumindest für mich war es jetzt nicht irgendwie super offensichtlich. Also die Frage, komme ich von hier aus wieder zurück? Jetzt, wo ich aber den Weg frei gemacht habe. Ich glaube nicht, nee. Okay, also den Weg hier kann ich definitiv vorher frei machen. Ja, dann können wir das da aktivieren. Na, und dann muss ich halt. Nicht hoch genug gesprungen. Okay. Da habe ich keinen schrägen Sprung gekriegt, den ich haben wollte. Kannst du bitte anfangen, dich zu bewegen? Dankeschön. So, jetzt geht der Ding noch aus dem Weg. Und dann können wir die Plattform mal ganz oben fahren. Wunderbar, geht doch. Ist doch gar nicht so schwer. Periodisch weggehender Wind, mit dem habe ich nicht gerechnet. Wenn man dann fest damit rechnet, dass Wind kommt und dann ist kein Wind da, ist das ein Problem. Okay, hier sind wir gerade mal sicher für den Moment. Und da wollte ich mich einfach nur umdrehen. So, als würde das in diesem Spiel irgendeinen Unterschied machen, welche Richtung man guckt. Und dann versuchen wir mal hier erstmal irgendwie zu springen, während wir keinen Wind haben, weil einfacher. Oh, das war simpel genug. Und da sind wir mit Momentum in den Raum reingekommen, waren instant tot. Immer gut. Ah, da warten wir mal den Wind für einen Moment ab. Warten auch hier den Moment mal ab.
Okay, ich glaube, die Erdbeere, da ignorieren wir einfach mal. Das ist der Raum viel zu lang und zu umständlich. Der hätte ich nochmal dashen müssen. In der Luft. Wäre eine gute Idee gewesen. Nein! Ich hab doch halten gedrückt. Menno. Okay. Da jetzt abzuspringen war eine dämliche Idee von mir. Und dann habe ich wieder einen schrägen Sprung gekriegt, obwohl ich einen geraden haben wollte. Da ebenso und da ebenso. Goddammit. D-Pad. Hör auf, mich umzubringen. Hör auf, mich schlechter aussehen zu lassen, als ich tatsächlich bin in dem Spiel. So mies bin ich doch gar nicht. Ich meine, ich bin mies, aber bin ich so mies? Okay, dann schauen wir erstmal, was sich hier hinter noch befindet. Nichts? Sah es nicht gerade definitiv so aus, als wäre da noch ein Raum? Hm. Mal fest davon ausgegangen, dass man von da aus dann mal rein muss. Sei denn, aha, okay. Das war die Frage, wie man da reinkommt. Aha, so kommt man da rein. Okay. Da kommen wir von oben ran. Was ist das hier für ein Teufelswerk? Okay. Das sieht ja einen ganz schön komplizierten Raum aus. Na, ein paar Mal können wir es ja versuchen. Ne? So, und da sind wir sauber drüber weggesprungen. Gute Arbeit, dich. Ah, etwas zu früh gerückt. Ich sollte es echt erst auf der Höhe drücken, wenn ich auf der Höhe von der Blase tatsächlich bin. In die dämlichen Spikes reingesprungen. Hallo? Warum hast du dich nicht festgehalten, Madeline? Erklärst du mir das bitte? Weil das D-Pad jetzt auch noch schräg unten annimmt, wenn es einfach nur seitlich annehmen soll, oder wie soll ich das verstehen? Okay, da muss ich definitiv einmal über das Ding drüber. Das ist ganz schön kompliziert, glaube ich, der Teil hier. Für eine einfache Erdbeere. Ist halt ein bisschen viel Arbeit. Weißt du was? Wenn jetzt die B-Seite gewesen wäre, dann hätte ich mich darüber nochmal unterhalten, aber nur für eine Erdbeere? Nee, danke. Blöder, dämlicher Gegenwind! Okay, so ist definitiv, wie man an das Ding rankommen soll. Ja, egal. Halb so wild. Oh mein Gott! Der Wind ist hart. Na, und da habe ich den Momentum wieder nicht beim Springen gekriegt von der blöden Wolke. Meine Güte, der Wind ist auch da habe ich den Sprung wieder nicht gekriegt. Gott, ich hasse diese Wolken. Auch da habe ich ihn nicht gekriegt. Ich hasse diese Wolken. Ich bin beim ersten Mal auch schon gehasst wie die Pest. Verdammt. Fast. Und jetzt war sogar der Block im Weg. Okay. Das war nicht Ziel der Sache. Da habe ich wieder den Sprung nicht gekriegt. Da habe ich ihn wieder nicht gekriegt. Meine Güte. Und da habe ich dann einen schiefen Sprung statt einem geraden Sprung gekriegt. So, es ist doch gar nicht so schwer. Man muss nur einmal die vernünftigen Sprünge so kriegen, wie man so haben möchte. Dann werden wir jetzt auch noch mit Schneekugeln beschossen. Okay, das klingt ein bisschen fies. Mir ist auch noch Projektil ins Gesicht zu schießen.
Okay, da oben haben wir eine Erdbeere. Oh, die Plattform ist tatsächlich einfach verschwunden. Ich habe das dumme Gefühl, dass ich die Plattform noch gebrauche. Vor allem, wenn ich nicht springe, dann brauche ich sie. Wenn ich gesprungen wäre an der Stelle, dann hätte ich sie nicht gebraucht. Da sich Madeline dann dazu entschieden hatte, da mal nicht zu springen, habe ich sie dann definitiv gebraucht, die Plattform, okay? Festhalten wäre auch schön gewesen, wenn ich es drücke. Auch da wollte ich einen schiefen Sprung haben. Okay. Meine Güte. Jetzt wollen die Sprünge alle nicht mehr so, wie ich sie haben möchte. So, jetzt mal kurz. Konzentration, Spiel, bitte. Tu mal so, als würdest du das tun, was ich auch drücke. Das wäre super. Nur für einen Moment mal. Egal. Die Erdbeere ist mir egal. Ich will aus diesem Raum raus. Blöder, heftiger Gegenwind. Gegenwind und Schneebälle, was für ein Gimmick. Vor allem der Wind hier. Okay. Dafür einen Moment stehen bleiben. Okay. Nope. Sämtliche Momente verloren gehabt. Oh, meine Güte. Puh. Das ist echt haarig mit dem Gegenwind hier. Okay, diesmal hat es funktioniert, dass ich da dran gekommen bin. Weiß nicht, warum es beim letzten Mal nicht funktioniert hat. Soll mir aber auch recht. Nee, ist klar. Musste der Schneeball natürlich noch auf den letzten Zentimetern, wo ich schon sicher war, noch kommen und mich noch umbringen. Das war jetzt auch ganz dringend nötig, Spiel. Oh. Okay. Nämlich dann doch weiter nach links zurückgeblasen worden vom Wind, als ich dachte. Komm, kletter bitte hoch. Okay. So, bitte diesmal nicht umbringen, Wind. Danke. Ach, da habe ich jetzt irgendwie noch fest mit dem Schneeball gerechnet. Da wollte ich eine gerade Ecke haben. Okay, das ist unsere 60. Erdbeere. Okay, und dann stehen wir in noch mehr Gegenwind. Und dann würde ich sagen, während wir hier noch ein bisschen im Gegenwind stehen, machen wir mal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns hoffentlich durch den Rest von Kapitel 4 arbeiten. Bis dahin. Aloha.